Telefonseelsorge richtet sich an alle Menschen, die Probleme haben, die in Krisen sind, die unter bestimmten Problemen leiden. Ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, kirchliche Bindung ist auch nicht notwendig natürlich. Jeder kann bei uns anrufen. Die Telefonseelsorge erreicht man natürlich telefonisch 0800 111 0111 und als zweite Nummer 0800 111 0222. Und seit mittlerweile auch schon 25 Jahren ist die Telefonseelsorge digital erreichbar über Mail und Chat. Hier ist die Internetadresse www.online.telefonseelsorge.de. Der Berater, die Beraterin, Seelsorgerin am Telefon oder am PC sieht keinen Namen, sieht keine IP-Adresse, sieht auch natürlich keine Telefonnummer. Hier können wir Zeit anbieten, dass die Leute mit uns reden können. Wir laden sie auch ein, öfter bei uns anzurufen, um einfach sozialen Kontakt zu haben. Ach, ich würde es nicht kompliziert machen, sondern so mit ihr reden, wie man normalerweise redet. Ich würde von meinem Alltag erzählen, würde sie fragen, was sie so den Tag über gemacht hat, gelesen, Fernsehen geschaut, und in diesem Gespräch einfach den Kontakt aufrechterhalten. Ich glaube, dass das besonders jetzt ganz wichtig ist, dass die Enkel ihre Omas, Opas anrufen und von dem erzählen, was sie gemacht haben. Ob sie Bilder gemalt haben zu Hause, ob sie spazieren waren. Natürlich ist unser Leben zurzeit sehr eingeschränkt. Aber trotz allem macht man den ganzen Tag über doch etwas. Die Anruferinnen sollen spüren und merken, dass jemand da ist, der mit ihnen geht, der mit ihnen mitfühlt, empathisch ist und damit den Menschen die Möglichkeit gibt, einfach sich selber besser zu sortieren.